Hallo und herzlich willkommen, hier ist Bea von GamersPalace.de. Ich habe heute im Zuge des Steam Spielefestivals für euch die Demo zu We Should Talk dabei, in dem es im Grunde um Kommunikation innerhalb von Beziehungen und Mitmenschen geht. Und ja, zu Beginn des Spiels kommt immer eine Warnung, dass es sehr viel Erwachseneninhalt hat. Das bedeutet, auch einige Themen davon landen hier in dieser Demo. Das heißt, Sex und Alkohol ist hier auf jeden Fall dabei. Und was es noch so gibt, das zeige ich euch gleich. Das heißt, ich drücke jetzt einfach auf Play. Ich übersetze es euch einfach mal. Hallo, wie geht's denn meinem Lieblingskunden? Du siehst ein bisschen verwirrt aus, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, was ist dieses große rosa Teil mit allen Begriffen drin? Also quasi, das ist jetzt ein bisschen das Tutorial hier. Ich kann aber auch wählen, nope, mir geht's gut, ich will dann jetzt bestellen. Oder, ja, du kannst mir echt helfen, hilf mir, um an meinen Drink zu kommen. Wir nehmen mal das hier und schauen, wie sich's verhält. Immer so ein bisschen Doppelklick mit Enter. Ha, das ist echt komisch, ne? Aber so reden wir nun mal. Wenn du ändern möchtest, was du sagen möchtest, drücke hoch und runter. Und wechsel zwischen den Parts mit links und rechts. Also wie hier, ne? Ich kann I don't, wow I, are I. Ich kann jetzt wählen, also ich nehme mal hier wow ich, verstehe, fühle mich mächtig, hab's verstanden. Ich fühle mich mächtig. Lernen, wie man die Worte benutzt, ist mächtig. Wie wäre es, wenn du jetzt einen mächtigen Trick bestellst? Worauf stehst du heute Nacht? So, und jetzt kann ich hier tatsächlich wählen. Ich kann Grenadine wählen, Scotch, Wodka, Absinthe, Tequila, Whisky, Gin. Das meinte ich damit. Ich habe übrigens keine Ahnung, was Grenadine eigentlich ist. Ich dachte, das ist irgendein Saft, aber... wir nehmen mal... Eigentlich möchte ich gar nichts nehmen, weil ich keinen Alkohol trinke. Dann nehme ich Scotch. On the rocks, also auf Eis, mit Saft, Tonic dazu oder mit Bier oder einfach so. Immer Scotch und Bier. Kann ich hier in 5 kleinen Gläsern bestellen, mit einem Kuss, so schnell wie möglich. Eine Pommes dazu, eine Highball, keine Ahnung. In a fancy Glas. Ich sollte echt mein Vokabular mit Alkohol aufwerten. Oh, you fancy, ha? Huh? Bisschen anders als das, was du normalerweise bestellst, aber ich mag das. So, ich kann das nicht so schnell übersetzen. Okay, jedenfalls fragt sie jetzt, hey, wo ist das Mädchen, das du sonst immer mitbringst? Samantha. No, wo ist sie denn? Und jetzt kann ich sagen, hier, she, my girlfriend, Sam. Ich entscheide mich mal für she. Also sie ist normalerweise, war, ich nehme mal has been, arbeiten, hesitant to join me, ist müde, ist sie zu müde. Also sie ist zu müde, um mitzukommen. Ah, okay. Mit einem Job wie das verstehe ich, dass ihre Tage schwierig sein können. Jetzt kann ich auch hier wieder wählen, my girlfriends, also meine Freundin, ihre Sams. Ich nehme Sams. Leben kann sein, Job ist. Ich nehme mal Leben, schwierig, stressig, verzwickt, stressig. Ah, ich kenne das Gefühl, wenn wir schon von Stress reden. Ich muss jetzt mal weiterarbeiten. Rede mal mit den anderen Leuten. Da ist ein Typ, der dich, den ich schon ein paar Mal gesehen habe, mit dir zusammen in den letzten Tagen. Und ich habe auch gesehen, der Typ hat dich ausgecheckt, als du reingelaufen bist. Was machst du jetzt als nächstes? Und jetzt kann ich entscheiden. Ich rede mit ihm.
Ich gehe und sehe ihn, ich habe einen Drink mit ihm, mit meinem Freund da drüben, mit dem Fremden. Ich nehme mal Have a Drink with that Stranger, also ich habe einen Drink mit diesem fremden Menschen. Du bist echt bekannt, wenn du alleine bist. So, und jetzt vibriert mein Handy. Was ist los, Liebes? Ich habe gekocht für uns Nudeln vor Dindin, also für Abendbrot. Wann kommst du nach Hause? So, jetzt erzähle ich ihr, I'm sorry, also ich bin, es tut mir leid. Ich bin an der Bar. Right now, also jetzt. Oh. Soll nicht so viel Spaß haben ohne sie. Du hast eine heiße Freundin zu Hause, die einige Nudeln mit uns schlürfen möchte. Ich nehme mal sorry. Es tut mir leid. Lass uns ein anderes Mal abhängen. Sehen, ob sie jetzt pisst ist. Okay. Seh dich dann später heute Abend. Aber bis dahin, bleib doch bei mir mit dem Text. Wie läuft's an der Bar? Just ordered. Also ich habe gerade bestellt. Steph sent her regard. Also Stephanie, die Bartender, schickt die Grüße. Ah, das ist nett. Ich habe mich immer verbunden mit ihr gefühlt. Sie hat einigen Druck, während sie ihr Familienunternehmen am Laufen hält und dabei keine Unterstützung von der Familie erhält. Aber für mich, so abseits von meinem Bruder, bist du die einzige Familie in meinem Leben. So. Das finde ich jetzt ein bisschen hart. Also, damn Sam, also verdammt Sam. Du kommst ganz schön stark hier. Ich dachte immer schon in dieser Reise. Als wir zusammengezogen sind, habe ich gedacht, das war der Ernst. Das ist Ernst, aber ich muss drüber nachdenken. Well, nimm deine Zeit. Ich möchte nicht so schnell pushen, wenn es dich unkomfortabel macht. Ist mir wichtig. Oh hey, wirst du morgen mit mir zum Gym gehen? Hier. Nein, ich bin echt kein Freund davon, vor fremden Leuten rumzuschwitzen. Bin ich vollkommen bei ihm. Oh, bitte komm doch. Du könntest echt mal mehr Übung gebrauchen. Wow. Du wirst doch eh nur meinen Staub schlucken, weil ich besser bin als du. Ganz grob übersetzt. Wer hat denn hier irgendwas über den Wettbewerb gesagt? Du weißt, dass ich eh nur Gewichte stemme und ich mach dich dann fertig. Ich wollte es zu Ende vorlesen. Okay. Kommt auf jeden Fall diesen Sommer raus. Macht unheimlich viel Spaß. Vor allen Dingen ist der Soundtrack auch ziemlich gut. Ich hoffe, ihr merkt euch We Should Talk vor. Und schaut doch auch mal bei uns vorbei auf www.gamers-practice.de für die neuesten Inhalte, die wir da so posten. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.